Damit keine Verwirrung auftritt, stehe ich immer noch im selben Raum hier bei Let's Play Earthbound. Ich wollte jetzt nicht einfach weiter voranschreiten und dann weiß auf einmal keiner mehr, wo ich bin. Ja, ich bin ein Giraffe, ich möchte eine leckere Pizza. Schon wieder! Du, boah, du nutzloser Affenhasser, was, oh Gott, was geht mit den Affen hier ab? Gehen wir mal weiter zurück. Warte, wenn ich noch weiter gehe, bin ich wieder ganz am Ausgang, ne? Ja, da muss ich jetzt mal gucken, wo dieser Affe war, der was messen wollte. Aber ich glaube, das war der weibliche Affe im weitesten oder in einem der weitesten Gänge, die ich verfolgen konnte. Rein theoretisch muss ich dann hier nochmal reingehen mit einer Pizza und einem Hamburger bisher. So, du möchtest etwas ausmessen. Ja, du kannst mein Lineal haben. Endlich kann ich mein... Das sage ich jetzt nicht. Nein, nee. Nee, 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 nee. Ja, du wolltest ein frisches Ei. Habe ich jetzt gerade leider nicht. Tut mir leid. Was hier? Einer meiner Freunde kann Teleport benutzen. Was? Noch nie davon gehört? Dann gebe ich dir eine Königsbanane. Das hat keinen Sinn gemacht, oder? Aber egal, ich bin attraktiv, nicht wahr? Naja, Messi erhält eine Königsbanane. Damit bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ich würde dann wahrscheinlich offscreen eben schnell eine Pizza und sowas besorgen. Aber das, wenn wir jetzt weiterkommen, dann geht das viel einfacher. Aber ihr werdet sehen. Ich bin A-Man-Fan. A-Fan-Affe-Mann. Ach, egal. Ja, das ist eine Königsbanane. Ah, ich muss gestorben und in den Waffenhimmel sein. Ja. Yeah. Aber es ist keine goldene Rare-Banane aus Donkey Kong 64. Naja. Und du bist immer noch hungrig. Oder so, ne? Daran findest du einen Hamburger. Yay. Daran findest du Picknick-Snack. Ja, den scheiß Picknick-Snack brauche ich nicht mehr. Gehe ich nochmal zurück. Und gebe den Hamburger schon mal ab. Damit haben wir dann nämlich eine Sorge weniger. Da muss ich nur noch theoretisch offscreen mal eine Pizza holen gehen. Verreckt, ihr Dinger. Verreckt! Dammit und so. Ja, da ist jetzt nämlich das Problem. Das Kraut ist mir ausgewichen, deswegen fühlt Komi sich seltsam und ich habe ein Pizza-Knopf. Super. Ich denke an leckeres Steak. Supi. Und werde dann noch zusätzlich vergiftet. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der Giftstatus theoretisch den Pilzstatus überschreibt. Wäre zumindest praktisch, muss ich gestehen. Ja, Tatsache, er überschreibt den Status, das ist praktisch. Weil dann lass einfach das Gift verschwinden und ich bin nicht mehr verwirrt. Ich glaube, hier lang? Nee. Na, jetzt fängt es wieder an zu nerven, weil ich jetzt wieder keine Ahnung habe, wo ich bin, beziehungsweise wo ich noch lang gehen muss. Was war hier drin? Oh, Picknick-Snack. Hä, da war ich doch gerade. Dammit. Also was weiter zurück, ist ja gut. Ach ja. Dann hier rein? Dammit. Was, du willst ein frisches Ei. Du wolltest, keine Ahnung was. Ich sollte wirklich einfach mal komplett zurückgehen und von da dann, ich glaube immer weiter links oder keine Ahnung. Wow. Was war das? Na toll, ich bin offiziell doch verwirrt. Ach, das ist doch jetzt ganz kacke, ey. Nein. So eine Scheiße. Aber mich erst nochmal rumlaufen lassen, weißt du, und dann meine Kontrolle wieder umdrehen, ist doch echt kacke von dir, Spiel. Ja, die gucken uns alle die Wand an. Die Wand ist nämlich echt toll. Ja, da. Jetzt steht der Status da. Ach, du bist doch ein doofes Spiel. Ehrlich. Jetzt gehe ich kurz raus und heile mich von dem Status. Bis gleich. So. Ich bin wieder im Dungeon. Alles ist gut. Ich bin nicht mehr verwirrt oder vergiftet oder paralysiert. Ich bin gar nichts mehr. Und das bleibt jetzt auch so. Wehe den Kräutern, wenn die mir wieder irgendetwas anhängen. Lags. Also wirklich.
nicht mal eine Wegänderung, nur auf dem Weg zurück. Das war echt unglaublich. Ja, hier ist eine Pizza, aber Pizza habe ich leider nicht gerade. Auch wenn ihr mich als nutzlosen Affenhasser beschimpft, ich habe nun mal leider keine Pizza mehr dabei. Und für eine Pizza müsste ich in eine andere Stadt gehen, weil im Kaufhaus in Forsyth gibt es leider sowas nicht. Den Hamburger haben wir aber. Hamburger! Komm, ich würde die Mülleimer rum. Super. Eine rissige Dose. Ach Gott. Was fehlt jetzt? Es fehlt ein frisches Ei. Und eine Pizza. Sonst fehlt, glaube ich, nichts. Soweit ich weiß. Allerdings ist jetzt natürlich auch die Tatsache, dass ich jetzt dann den Weg entlang nehmen musste, den ich durch die Königsbanane geöffnet habe, so gesehen. Was ich dann mal machen werde. Denn die restlichen Items muss ich dann eben später holen. Was war mit dir? Du wolltest das mit dem Dingens haben, ne? Ein frisches Ei. So. Dann muss ich also eins zurück, den linken Gang, den rechten Gang und dann muss ich durchgehen. Das müsste stimmen, glaube ich. Irgendwie so. Ich hoffe mal, das ist dann auch so richtig. Sonst wäre das ein bisschen traurig für mich. Aber nur im Sinne von, dann müsste ich nämlich wieder irgendwie anders gehen. Das ist unschön. Aber ich glaube, hier müsste ich richtig sein. Na, hier habe ich die ganzen Sachen aufgesammelt. Da ist jetzt noch ein Picknick-Snack drin oder was? Ja. Der ist mir wiederum egal. Den Kampf wieder offscreen. Ja, ja, ich habe Petersilie gefunden im Kampf, aber die bringt mir auch nichts. Also habe ich sie weggeworfen. Okay, ich liebe Talarama am meisten. Er ist ein Freund der Affen. Hier ist ein Lied, das ich für Talarama geschrieben habe. Okay. Ja, und hier ist jetzt die gute Sache, warum wir den Bleistiftradierer nie wegwerfen. Wir radieren den Bleistift nämlich aus. Und damit bin ich dann auch endlich da, wo ich sein wollte. Hier drin finden wir Hirnnahrung. Wow. Nicht schlecht. Der große Anhänger kann schon mal weggeworfen werden. Dann kann ich nämlich die Hirnnahrung mitnehmen. Die 300 HP und 50 PP. Ach du Scheiße. Also, gute ach du Scheiße, aber ach du Scheiße. Und hier sind Lebensnudeln drin. Hm. Doppelter Bö, ne? Proteindrink. Ja, komm, wir trinken den Proteindrink. Bitte sehr. Ja, er hatte nämlich einen Punkt Schaden. Ich habe auf dich gewartet. Ja, die Wahrheit von Zeit und Raum bewegt sich wie Wellen durch das Universum. Die Wahrheit spricht durch Raum und Materie und manifestiert sich als menschliches Wesen. Ich habe auf dich gewartet und du bist gekommen. Dieses Treffen war vorherbestimmt. In Wahrheit ist alles vorherbestimmt. Komi, Suna, Messi und Thun. Wenn sich diese vier Kräfte zusammentun, wird aus dem verdrehten Raum wieder Frieden für die Welt. Verstehst du? Das macht nichts. Fahre fort, wie es dir beliebt. Nimm dir den Gegenstand aus den Schatztruhen. Bist du nicht dafür gekommen? Jemand hat es in dieser Höhle verloren. Du kannst nichts mehr tragen. Warum willst du nicht etwas Unnötiges los? Du wirst den Joghurt und Wandler brauchen. Ja, das wissen wir. Das wissen wir. Hirschkäfer. Benutzen wir den Hirschkäfer. Ah, schade. Werfen wir den Hirschkäfer weg. Ich glaube nicht, dass ich wirklich einen Hirschkäfer jemals benutzen werde. So lustig es auch klingt. Und dieselben Weisheiten nochmal fürs Neue. Naja. Macht aber nichts. Ja, das verstehen wir. Wir fahren fort. Wir nehmen uns den Schatz und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir den Joghurt-Umwandler. Deine nächsten Abenteuer werden nicht einfach. Ich gebe dir eine spezielle Kraft, mit der du leichtfüßig durch den Raum wandeln kannst. Lass dich von dem Affen dort unterrichten. Möchtest du diese spezielle Kraft erlernen? Ja. Haha, das ist wunderbar. Sprich mit dem Affen dort drüben. Affe, komm her. Ich bringe dir die Teleportation bei. Lass uns nach draußen gehen. Ja, die Teleportation. Eine weitere Psi-Fertigkeit, die wir jetzt lernen können. Und die hat es so gesehen ziemlich in sich, denn... Naja, ihr könnt euch ja denken, was Teleportation bewirkt. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. Jedenfalls kommen wir dadurch definitiv schneller durch die Gegend. Und das ist immer, wirklich immer sehr, sehr gut.
Und ich kann mir theoretisch noch eine Pizza und ein frisches Ei da besorgen gehen. Ich weiß nicht, ob ich es machen sollte. Ich denke mal, ich werde es tun, aber... Naja. Laufen wir erstmal nach draußen. Und töten unterwegs auch dieses Gras. Ja, dass wir da gewinnen, war klar. Finde ich auch gut so. So, du bist der Affe. Folge mir hier entlang. Es ist so warm und wir werden attackiert von Maulwürfen. Sehr schön. Ich dachte, er wollte jetzt da stehen. Ah, jetzt habe ich einen Hitzschlag, dammit. Wer hat ihn? Ich habe ihn. Ah. Ich habe natürlich mal wieder meinen letzten... mein letztes nasse Hand... nasses Handtuch habe ich ja wieder verkauft, ne? Das ist natürlich typisch. Nein! Ja. Ja, ja, genau, das will ich. Ich werde etwas verkaufen, danke. Nimm ich die Luftmagnum. Warum nicht? Ah. Verkauf mal die Bombe. Die Bombe brauche ich auch nicht, danke. So. Und von dir möchte ich jetzt gerne ein nasses Handtuch. Hat die zufällig Eier? Nein, schade eigentlich. Nicht schlimm, aber schade. So, jetzt kann ich den Sonnenstich behandeln und dann ist auch wieder gut. So, musste ja irgendwann so kommen, dass ich da durch die Wüste latsche und mir einen Sonnenstich noch hole. Okay, ich gebe dir eine Einweisung. Lernst du dies, kannst du überall hin, wo du schon warst. Du kannst dort sofort hin. Diese Fähigkeit kann allerdings nicht in Häusern oder im Untergrund benutzt werden. Ich gehe nach Forsyth und zurück. Ich zeig dir die einfache gerade Strecke, aber du kannst auch Geschwindigkeiten durch Wänden aufbauen, wenn du genug Platz hast. Okay, warum versuchst du es nicht, junger Mann? Autsch. Versuch's nochmal, aber glaub diesmal dem Affenlehrer. Okay. Ich demonstriere es nochmal. Ja, ja, ja. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich wusste nur nicht, dass ich jetzt schon in Kontrolle bin. Naja. Und ich dachte, ich hätte nach oben gedrückt und nicht nach unten. Nein. Machen wir es diesmal besser und lernen die Technik um Gutes. Ja, 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 ist okay. Ach komm schon, was startest du mich denn da? Oh mein Gott. Oh nee. Noch nie war es so schwer, Teleportation zu lernen. Noch nie. Ich meine, gerade hätte man keinen Knopf drücken müssen, wo man noch auf der geraden Strecke war. Und ich hätte es auch gemacht, Mann. Nein! Ich muss natürlich volle Kanne so einen Scheiß bauen. Ist okay, ich drücke jetzt diesmal komplett nach unten. Ja, ist okay. So. Komi hat Psi-Teleportation gelernt. Super! Okay, der Lehrer geht jetzt nach Hause. Ja. Und damit können wir jetzt die Psi-Teleportation benutzen und immer ein Ziel auswählen und dann geht's schon los. Ich habe jetzt speziell Onet ausgewählt, denn hier gab es meiner Meinung nach irgendwo eine Pizzeria. Wenn ich nicht ganz falsch lag, ansonsten gab es irgendwo anderes. Ja, da haben wir noch. Pizzeria. Demnächst eröffnet. Toll. Hast du das Spiel? Hast du dich? Hatte Tus eine Pizzeria? Ich glaube nicht. Fahrradladen, Hotel, Kaufhaus. Autsch. Das Chaos-Theater. Ah, keine Pizzeria. Damit. Egal. Egal, ich brauche auch keine Pizzeria. Ganz ehrlich, nee. Steht hier nirgendwo mehr was auf der Karte. Dann kann ich die Karte auch wegwerfen, ganz ehrlich. Wenn die Karte mir nicht sagen will, wo irgendetwas ist, dann brauche ich die Karte auch nicht mehr. Das ist einfach so. Pizza. So. Ja, was?
unsere Nummer ist... Ach du Scheiße. Ist okay, sie verkaufen keine Pizza. Das Spiel hasst mich manchmal wirklich. Egal, wir gehen dann nach Frostside. Denn wir haben ja jetzt die Joghurtmaschine. Beim nächsten Mal hier bei Let's Play. Ach du Scheiße. Let's Play Outbound. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.